Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ich habe jetzt hier die Beta von Search Simulator 2, also Surgeon Simulator 2, das ist irgendwas mit dem Krankenhaus. Und die ist auch koopfähig, die Beta, und auch das Spiel, wenn es dann kommt. Ich habe einen Beta-Code bekommen und bin da sehr heiß drauf, um den anzuzocken, weil der Rudi und Soulfly, die beiden sind da auch von sehr angetan von den ersten Bildern, und vielleicht wäre das ja was, wenn es denn richtig draußen ist, was wir uns holen können, was wir dann zusammenspielen können, was ein bisschen lustig ist. Mal gucken, also wie gesagt, das lädt noch, ich spiele es auf dem PC, ich habe auch mal alles ausgeblendet ringsherum. Nimm jetzt mit meinem Streamlabs OBS auf. So, habt ihr auch gesehen, Close Beta. So. Please excuse the unconventional entrance. We like to put the fun in functional here. It appears your invitations were mysteriously sent out a little early. The facility isn't open to the public yet and hasn't been fully tested for trainees. Never mind. I guess you'll be our beta testers. Come on through. So, ich hab mal ein bisschen runtergeschraubt. Oh, scheiße, mit WASD? Echt jetzt? So, ich soll mich bewegen. Ah, okay. Teething troubles with the doors, I'm afraid. The unlock button should be nearby. HS-Feedback, okay. Ah, okay, STRG. Oh, ich hasse Tastatur spielen, ey. Was war das jetzt? Das, no. Thank you.
Aber wieso kann ich den denn nicht drücken? So, da steht noch was. Shift. War mir falsch. Pressing. You're a natural. Den Arm immer ausstrecken, okay. Oh Gott. Kann man nicht vielleicht denn doch irgendwie eine Maus und Tastatur weglassen und... I am sorry about the mess. Ich versuch's jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt meinen Controller anmache hier. Hat hier ein Controller-Support, wa? Scheiße. Denn jetzt hier? Okay. Hier ist ein Screenshot machen. Screenshot. Das ist okay, ja. Dann müssen wir mal gucken, ob er auch Screenshots gemacht hat. Hier steht nichts. Ich habe gedacht, da gibt es ein Feedback. Requires an ID card. I'm sure I left mine around there somewhere. Trockenen Hals, ey.
Aber wo habe ich denn die jetzt? Ach, den habe ich gut da oben eingeparkt. Ach, die sind ditte. Das ganze Ding ist ditte. Ich habe gedacht, da ist irgendwas kleinet irgendwie. Anyway, I'm Dr. Pamela Preston, one of the founders. You'll be the very first to trial our surgeon simulator program. Exciting. As I said, it's a work in progress. I'm always losing those things. This is Bob, a Barnetshire local. You'll get to know him very well through the course of the program. The Surgeon Simulated Training Program is a groundbreaking new approach to surgery. Real patients, real conditions, simulated scenarios. Soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. It's all terribly exciting. We'll start your training with a quick heart transplant. Don't worry, I'll walk you through it. It'll be a breeze. Oh, but, I'm not sure why that door is locked. Julian, why is that door locked? Okay, well, I guess we'll have to come back later. Let's try something a little different. Onwards!
Okay, Level complete. Okay, let's try this instead. We're going to attempt a leg transplant. Eine Ente. Achso, vielen Dank. That gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with the patient. Lesson number one. Keep a close eye on Bob's blood level. If he bleeds out, it's game over. According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Rip it off. Rip his right leg off and put it in the chute. Rip his right leg off and put it in the chute. Wie war das jetzt? Nee, das war Setzen. Das war das nicht. Rip his right leg off and put it in the chute. Good. Now quickly pop the leg in the chute. Great. Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. Perfect. Now, grab the fresh leg and just pop it on. Oh! Ich habe ihm das Bein abgemacht. Never mind. We'll patch him up for you. Rip his right leg off and put it in the chute. Hoppala, falsch. So, erstmal das. Na komm. Great. Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. Lovely work. Remember, when you rip off an appendage, Bob will bleed out very quickly. Let's continue. Oh, einen haben wir schon mal geschafft. Looks like Bob's low on blood. Give him a top-up with a red syringe first. So, Spritze. Thank you.
He's looking better already. Rather than just ripping off a limb, use a little more finesse this time. Why don't you grab a saw? A good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting line. Place it down gently and saw back and forth until it drops off. Remember, if you use the saw, Bob will bleed out much more slowly. Ooh, messy business. Try not to kill him this time. Haben ihn killed oder was? Steuerung ist für den Arsch, aber das soll ja so sein, soll ja lustig sein, soll ja nicht ernst gemeint sein. Ja, ich denke mal, wenn man das mit mehreren spielt, oh nein, achso, das soll ich wegräumen. Aufstehen nochmal. Da. Oh Gott.
Oh, ich habe mir mal was abgeschnitten, oder? Scheiße. So, Arm. Soll ich mir den Arm abschneiden? Dann haben wir jetzt doch mal hier noch eine andere. Ups, Scheiße. Dear me. Poor Bob. Try again. Toll. Also ich glaube, ich bin zu blöd dafür irgendwie. Wenn man sich mit der Tastatur auskennt und WASD und die ganze Kacke, dann ist es garantiert besser. Aber ich bin Controller-Spieler. Ich komme nicht klar. Ich denke mal, wenn man zu viert oder so spielt, wird es bestimmt unerlustig. Aber ich würde dann jetzt hier auch erstmal abbrechen, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei, wo steht denn das? 30 Minuten. Und ihr habt gesehen, wie schlecht ich bin. Also wir müssen es ja nicht nur auf die Spitze treiben. Ja, machen wir mal so, dass wir hier so ein OP so ein bisschen sehen. So. Ich bin mal gespannt auf die Vollversion, die soll ja irgendwann nicht kommen. Ich denke mal, Rudi, Surfler und ich werden das holen und dann mal gucken, wie es im Korb sein wird. Oh, ich stelle, wir werden so grauenhaft sein, ey. Oh Gott. Vielleicht kriege ich bis dahin meinen Controller ja auch hin, vielleicht machen sie eine Controller-Unterstützung. Das wäre ja schon mal ganz knorke. Dann könnte ich das mit dem Controller spielen, dann könnte ich da vielleicht ein bisschen mehr hinkriegen. Weil mit Maus und Tastatur, WASD und Shift und es ist nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Ich bin kein Maus-Tastaturspieler. Also, das ist nicht meins. Ich brauche einen Controller in der Hand. Mit WASD komme ich überhaupt nicht klar. Aber so an sich ist es echt cool gemacht und lustig. Vor allen Dingen die Bewegungen, die ja nicht immer akkurat sind und dann kannst du hier. Also ich denke mal, das könnte was Gutes werden. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Ich muss erstmal hier, zack, dass ich hier mit der Maus irgendwie rüberkomme. Wartet. So, nichtsdestotrotz wünsche ich euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ist die Klaus Beta, die endet heute auch. Also in zwei Stunden. Zwei Stunden bei mir. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich denke mal, wenn wir das alle denn haben, werden wir dann auch auf Steam ein bisschen, auf Twitch ein bisschen streamen. Wie wir da unsere Patienten misshandeln. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Und haut da rein, ahoi. Das hat euer Odin.